Abitere, ich bin der Hubert. Servus, ich bin der Wolfi. Wir sind die Gründer von Zappelbräu Holzkirchen. Wir brauen seit 2017 unsere süffigen, sauren Biere aus der Region für die Region. Ich bin mehr oder weniger zuständig, alles was außerhalb der Produktion abläuft, Vertrieb, Logistik, natürlich auch ein bisschen in der Brauerei Qualitätssicherung. Ich bin dann eher zuständig für Technik, Rezeptentwicklung und ja, Büro und solche Geschichten. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, als 14-, 15-jähriger Bursch, was man irgendwann einmal machen möchte. Ja, und da hat er eben die Idee gehabt, dass ich mal in eine Brauerei reinschauen soll. Und ja, das hat mir gleich so gut gefallen, einfach die Nähe zum Produkt. Mit 13, wenn man mal die ersten Praktikums macht, dann, ja, wo macht man es? Dann ist man auf Brauerei gekommen und da habe ich noch einmal 3-4 gemacht und seitdem wollte ich es unbedingt machen und habe es dann auch gemacht. Es ist weniger ein Beruf, sondern mehr eine Berufung. Berufung von unseren Vätern, glaube ich, oder? Ja. Weil ich immer schon gesagt habe, wir trinken gerne ein Bier. Ja. Jetzt brauchen wir noch einen, der was macht. Von Bayern ist es ja ein Grundnahrungsmittelbier. Wenn man sowas herstellen kann und darf, ist das bei uns in Bayern immer nur ein Privileg. Und das hat mir damals einfach neidisch gut gefallen. Zustande gekommen ist das mehr oder weniger in der Lehre schon. Da war der Hubert gerade ausgelernt und ich war ein Hubert sein Hiwi quasi. Nach der Meisterschulzeit haben wir uns dann einfach gesagt, jetzt oder nie. Angefangen hat eigentlich alles bei meinen Eltern im Keller, wo wir anfangs Biere für Veranstaltungen gemacht haben, also für einen Geburtstag, für Ostern, Weihnachten. Das ist damals so gut angekommen, dass die Leute gesagt haben, eigentlich könnt ihr hier für euer saugutes Bier ein Geld verdienen. Unsere Biere werden durch das auszeichnen, weil bei uns brutal viel Leidenschaft dahinter steckt. Da ist, ich sage mal, die Liebe zum Detail. Also, und bei uns steht auch Qualität in erster Rangfolge und ich glaube, das schmeckt mir. Unsere Grundphilosophie ist eigentlich ein Bier für daheim machen. Das Hauptaugenmerk legen wir wirklich auf mildsüffige Biere, handwerklich gebraut, regional, nachhaltig. Das sind so die Stichpunkte, wo wir wirklich priorisieren. Und natürlich Qualität, das ist A und O. Im Hauptsortiment führen wir unser helles und Weißbier. Unser Weißbier ist die Frühschopfenhalbe. Unser helles ist die Feierabendhalbe. Und saisonale Biere haben wir auch 3 Stück. Und zwar das Festbier, unser Jahrhundertsud. Unsere Sommerweiße ist der Highlight bei uns. Und der helle Bock, das ist unser Betthopfer. Geplant sind auch wieder weitere saisonale Biere, kommen aber noch nicht ganz voran. Es soll eine Überraschung sein. Top Ziegel. Das Wichtigste ist, dass nach der ersten halben Musch noch eine zweite Menge, dann ist ein Bier gut. Also wir haben nicht das Radl neu erfunden, sondern wir gehen wirklich auf ein klassisches Hells, aber das in Perfektion. Genau deswegen haben wir unser Hells auch Feierabendhalbe genannt, weil wenn man sich einen Feierabend verdient hat, dann mag man nicht groß rumexperimentieren, sondern will ein süffiges bayerisches Hells und das ist ein 6D. Ja, unser Grundgedanke von Zappelbräu ist, dass wir quasi ein Bier für daheim machen, also ein Bier für die Region. Wir sind aus der Region, für die Leute. Darum machen wir auch ganz die klassischen Biersorten wie Hell- und Weißbier, weil das in unserer Region einfach am meisten drungen wird. Deswegen sind wir auf den heimischen Markt spezialisiert. In den nächsten 5 Jahren hat man geplant, weil als Bier haben wir schon, dass wir eine eigene Brauerei bauen in Holzkirchen mit einem kleinen Ausschank, Biergarten dabei. We'll be right back.
Genaueres kann ich da jetzt leider noch nicht sagen, weil noch nichts spruchreif ist. Aber wir geben da auf alle Fälle Vollgas, stehen da jeden Tag mit vollem Elan auf, dass wir uns den Traum und das Ziel auch verwirklichen können. Die wichtigste Qualitätskontrolle ist natürlich das Bier trinken und das ganz oft. Kann man so sagen. Ganz oft und ganz früh.